kein Singleplayer, aber wir haben uns mal gedacht, Mensch, den kann man doch trotzdem zusammenspielen irgendwie. Und man kann ja einfach mal die Firmen vergleichen. Wer ist erfolgreicher, wer macht mehr Umsatz etc. Und damit heiße ich auch meinen lieben Kollegen drüben willkommen. Hallöchen, David. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ja, die dumme Idee stammt mal wieder von mir. Ich muss es zugeben, ja. Wir machen ein schönes neues Spielchen. Und ihr könnt ja auch dann euren Senf dazu geben, was der eine besser oder der andere schlechter macht. Also ich. So, und meine Firma benenne ich mal ganz spontan nach Duckies. Und zwar ist das ja mein kleiner Keyshop. Und im Rahmen des ganzen Projektes werde ich dann auch jeden Monat quasi 10 Keys verlosen. 5 bekommt David und verlost es an die Leute, die bei ihm kommentieren. Und ich werde das gleiche bei mir machen, dass 10 Keys insgesamt dann verlost werden an die Leute, die Kommentare machen etc. Natürlich vernünftige, ne? Also die natürlich nur rummosern, die kriegen dann leider nichts, aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Juti! Und Davido, wie nennst du denn deine schöne Firma? Meine schnicke Firma wird Grottenkiste Grab und Tod KG werden. Oh Mann, das ist ein Name, das ist der Hammer. Ja, also echt mal. Also, aber ich glaube, der bleibt lange im Gedächtnis. Vielleicht auch über den Tod hinaus, man weiß es nicht. So, dann geht's auch los. Es lädt. Es lädt? Wie, da geht doch nur eine Tür auf. Also was soll da groß laden? Davilo. Ja gut, da fällt Mannequin runter. So, ja, Tutorial. Kamera bewegen. Whee! Ei, bewegst du Kamera, du dai. So, da klingelt auch gleich das Telefon. Beim David wird das gleiche in grün sein. Und, noch ein bisschen Zeitversetzer gerade. Er hat ein bisschen länger geladen. Warum auch immer, ich weiß nicht. Er hat den besseren länger bei... länger. Er hat den besseren länger. Oh Gott, Leute. Ja, die ist klar. Man sollte nicht um 32.11 Uhr versuchen, solch ein Projekt zu starten. Möchtest du vorlesen? Ich glaube, du bist da prädestiniert dafür. Ja, hätte ich jetzt nicht plötzlich den Knopf gedrückt, könnte ich jetzt was vorlesen, ja. Weil ich sehe nämlich gerade, dass noch was aktiv ist, was eigentlich hätte nicht aktiv sein sollen, aber okay. Jetzt auch egal. Naja. Okay, na gut. Dann muss ich es doch mit meiner schönen Legasthenie tun. Hallo, ich habe gerade einen neuen Laden in der Nähe deiner Fabrik aufgemacht. Und da wir beide neu sind, können wir einander vielleicht behilflich sein. Ja, das ist nämlich immer schön. Ich will immer Sachen lesen, die gar nicht dastehen. Und das, was da steht, kann ich eh nicht lesen. Kauf dir eine Werkbank. Ich rufe dich später wieder an. Sehr schön. Grandios, ja. Ne? Grandios, ja. Vor allem, wenn man die Texte schon so ein bisschen kennt, dann kann man sie flüssiger, ja, weil ich habe das jetzt schon zum dritten Mal oder so angespielt, das Spiel. Ich habe es eigentlich jetzt nicht dreimal durchgelesen, aber man weiß so ungefähr, was drin steht und dann fängt das Gehirn irgendwann an, so, wenn du wirklich den Text wieder liest, dass es irgendwie so Worte dazu schmeißen will, irgendwie, oder das abkürzen, oder ich habe keine Ahnung, was mein Gehirn da treibt, also, aber na gut, wer hat schon Ahnung, was sein Gehirn treibt, also, David, was treibt dein Gehirn? Es denkt sich gerade, oh mein Gott, mit was für einem Spinner spiele ich hier eigentlich? Kaufe deine erste Arbeitsplatte im Shop. Arbeitsplatte? Wie jetzt?
Ich kenne das in der Küche, da gibt es auch Arbeitsplatten. So, Basis. Oh ja, wo fangen wir denn diesmal an? Ene mene Mist, es rappelt in der Kiste. Ene mene weg, ich muss da mal weg. Was? Ich habe nämlich letztens total anders angefangen, weil man hat hier diese zwei sehr identische Räume, man könnte auch Zwillinge dazu sagen. Und dann hat man diesen kleinen schnuckligen Raum als Abstellding eigentlich. Aber ja, die gute Frage ist, fängt man wirklich mit den zwei Räumen an oder nimmt den Abstelldings? Es hat alles Vor- und Nachteile, sag ich mal, ne? Aber das Gute ist, man kann später auch umräumen. Ja, meine lieben Freunde, man kann umräumen. Das ist toll. Ne, Davilu, wir können sogar nachher richtig Wände abreißen und so. Das macht der Davilu in Real auch so gerne. Ja, er baut gerade ein wenig sein Häuschen um und hat eine Wand eingerissen. So, da sehen wir das Männchen, was gleich eine Kiste aus dem Wagen holt. Was? Bei dir auch? Allerdings, mein Männchen war schneller. Davidu, ich bin sehr weit voraus. Ich merke schon. Vor allem mit dem Tutorial, das, ja. Wir haben nämlich extra folgende Regel aufgestellt, quasi, dass wir nicht vorspulen oder so. Weil das dann mega unsynchron wird irgendwann. Wenn man ständig irgendwie vorspult und dann das Spiel Quatsch macht. Wie ich sehe, hast du eine Werkbank. Ist ja der Oberhammer. Ich habe nur noch wenige Gartenzwerge auf Lager. Okay. Was habe ich jetzt damit zu tun? Ach so, ja. Kannst du mir ein paar machen? Na, mal gucken. Mal gucken, ob er den ein paar machen kann, ne? Ja, ja. Planen wir deine Fabrik. Was? Moment. Nee, plane, wie deine Fabrik dieses Produkt herstellen soll. Ja. Manche Texte habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Was? Okay. Aber meine Fabrik sollte man auch planen. Also bevor man eine Fabrik oder irgendetwas unternimmt, ne, als Unternehmer, sollte man das vorher vielleicht mal geplant haben, was man da eigentlich unternehmen will. Dies ist der Planungsmodus. Hier kannst du entscheiden, wie deine Produkte hergestellt werden. Okay. So. Hier passt fast Gartenzwerge aus Holz. Nee, ist klar. Ein Holzzwerg. Jo. Ein Holzzwerg. Ich hätte jetzt fast eklige statt eckige gelesen. Die ekligen Klammern, genau. Die ekligen Klammern, ja. Nein, Knoten sind Produktion und Teile. Was? Produkte und Teile. Das kann alles sein, von kleinen Holzbrettern bis großen Davinus, komplexen Unterbaugruppen. Okay. Ja. Und die runden Knoten sind Aktionen, wie Pfeilen sägen, Dart werfen, Davinu auf dem Stücken Zehen latschen, ja. Also sowas in der Richtung. dies ist das nach deinen Planen entstehende Produkt. Ein Zwartengerg. Wer hätte es gedacht? Also, ich weiß ja nicht. Wer hat den schwarzen Gerd? Was? Der schwarze Gerd? Oh nein. Mein Onkel hieß damals Gerd. Also, er heißt, glaube ich, jetzt auch noch Gerd, auch wenn er tot ist. Aber, na gut. Ich weiß nicht. Kann man sich dann. Also, wenn man heiratet, kriegt man ja einen neuen Namen wahrscheinlich. Oder vielleicht. Und kann ja einen neuen sich bilden. Vielleicht kann man das nach dem Tod auch. So. Das müsste ja der Herr der grottigen Kiste ja wissen, oder? Oh Mann, der kommt auf die Idee. Ja,
Ja komm, du bist doch hier der Lord der Untoten und so ein Kram, ja, also. Und dann weißt du sowas nicht. Pah, das ist ja... Also ich würde mal sagen, dann wird dir wahrscheinlich genauso wie bei der Scheidung überlassen, übernimmst du den Namen oder gehst du wieder zurück zu deinem alten Namen? Aber wobei, die Gesetze haben sich ja mittlerweile alle total geändert und man kann sogar hingehen und einfach so sagen, ja, ich möchte mal hier komplett anders heißen, irgendwie, weiß ich nicht, Rumpel die Pumpe, keine Ahnung, ne? Rumpel die Pumpe, also, der Holzwerk, was? Ja, irgendwie so, ich weiß es nicht. Ja, man darf natürlich keine kompletten Fantasienamen nehmen, wie Rumpel die Pumpe, aber, dass das Ding ist, du kannst sogar, also früher konnte man mal irgendwann seinen Vornamen ändern, warum auch immer. Mittlerweile kannst du sogar hingehen und deinen Nachnamen ändern. Liefere deine fertigen Produkte aus. Liefern. Jo. Und dementsprechend kannst du Vor- und Nachnamen irgendwann ändern. Und dann heißt du gar nicht mehr, wie der heißt. Und dann machst du ein paar OPs und dann haben wir, also, dann haben wir hier Sherlock Holmes, keine Ahnung. Der die hinterher spioniert, weil du dich total, getan hast. Und Morde begehst oder irgendwas. Wieso? Weil du dann als Kuh durchgehst? Weil du dann als Kuh durchgehst? Was für eine Kuh? Hä? Ich gehe als Kuh durch? Ja, wer weiß. Vielleicht sagst du irgendwann noch Mö. Okay. So, was haben wir denn da Schönes? Schau dir in der Wirtschaftszusammenfassung deinen Verdienst an. Ist doch schön und gut, ne? Auftrag abgeschlossen, Verdienst anschauen. Schön, ihr habt den Auftrag jetzt erst angenommen, weil ich wollte eigentlich ein bisschen die Texte wollte. Aber egal, ich dachte beim ersten Mal kann man das vielleicht machen. Aber nein, da du hast eilig, ihr seht schon, sind wir unsynchron. Ist das geil, ist das geil. Na, weil siehst du, so schnell kann es gehen, ohne Vorspultaste. Ja, ohne Vorspultaste. Ja, dann spule auch vor. Nee, darf ich ja nicht. Siehst du, tralala, Vorspultaste. Das dauert ja auch nicht lange. Nee, ich sehe keinen Fortschritt. Also, da schreitet nichts fort und, Da schreitet nichts fort, da schreitet was weg, was? Ja. Ja, vor allem, es heißt ja, und sie fuhren fort, ne? Also, nicht schon schreiten. Ah! Ja, meine Nase. Nach dieser Einführung berechnen die Mitarbeiter ihre Zeit. Schön. Übrigens, ich muss jetzt vorspulen, das sagt das Tutorial. Es klingelt. Ja, weiß das. Nimm doch mal ab, Mensch, es klingelt. Bei mir klingelt nichts. Der Typ, der dreht doch durch, es klingelt. Nimm doch mal jemand diesen verdammten Hörer ab, ey. Ja, du kannst dann mal rangehen. Da will man mal auf den warten und dann kommt wieder sowas. Ich war eigentlich so gut da gewesen. So, Auftrag abgeschlossen. Ja, schau dir deinen super Gewinn an. So, jetzt knüpft es bei mir auf. Wollen wir zusammen rangehen und du liest vor? Nee. So, was haben wir denn da? Da bin ich wieder. Die Zwecke verkaufen sich super und ich möchte mehr davon verkaufen. Kannst du mir Regale dafür bauen? Was für Regale? Also ich finde, das ist auch irgendwie so, die Zwerge sind toll, ich möchte mehr davon verkaufen. Was hat das mit Regalen zu tun? Damit er mehr Verkaufsplatz hat, braucht er Regale. Ach so. Mensch, da du bist ja ganz gewieft.
Aber guck mal, bei mir haben die drei doch auch nebeneinander gepasst auf dem Boden. Oh Mann. Aber ja, natürlich. Plane wieder eine Fabrik, die dieses Produkt herstellen soll. Okay. Aber natürlich ist es auch so, dass man natürlich in einem Regal das wunderschön präsentieren kann, anstatt so, ja, hier ist ein Datenzwerg, das steht da unten, ne, wenn sie mal einen Blick runterwerfen würden. So wie in jedem herkömmlichen Baumarkt. Mhm. Na, da wirst du Blick nach unten. Mhm. Echt? Stehen so nur auf der Palette, was willst du denn erwarten? Nein, müssen die Palette herstellen. Ja, dafür musst du Paletten herstellen, genau. Eigenschaften legen die Produktqualität fest. Ach, echt? Dieser Auftrag hat Eigenschaftsanforderungen. Eigenschaften hängen von den verwendeten Teilen und Materialien ab. Option mit einem roten Hintergrund kannst du mit deiner Fabrik aktuell nicht auswählen. Triff im Plan eine andere Entscheidung oder wähle etwas mit neutralem Hintergrund aus. Machen wir's. Wähle das Material für dieses Produkt. Machen wir's. So. Ausgewählt und ausgewählt, dann das Übliche mal wieder. Kaufe einen Arbeitsplatz, der das kann. Na schön. Auf meinen Arbeitsplatz, der das kann, wieso wir auch immer wissen mögen, wer das kann, ne? Ja, woher weiß man das immer, ne? Ich finde das auch immer geil, wenn man, wenn man so mal Spiele sich anguckt, ja, so, wo du Forschung drin hast, ja, und dann kommen da super tolle Texte zu irgendwas, was du dann erforscht hast, wo du denkst, okay, und woher wissen sie das jetzt? Er hat ja gerade erst erforscht oder so, ja. Und dann kommt da ein Pamphlet, was du nicht alles damit machen kannst und dies und das und tralala. Hm, okay. Oder noch geiler ist dann, wenn du das und das bauen möchtest, musst du das und das erst erforschen. Aha. Woher weißt du denn, was ich dafür erforschen muss? Oh jo! Ja, jetzt ist mein Mitarbeiter von meinem Geschwätz schwindelig geworden. Oh. Einer deiner Arbeiter ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Oh, was sagt er? Entschuldigung. Oh nein, ich nicht entschuldigen. Alles gut. So, ja, baue eine Cafeteria. Oder so war, glaube ich, der Auftrag, ne? Du kannst das verhindern, indem du sicherstellst, dass in den Pausenräumen immer genügend Pausenpunkte vorhanden sind. Wenn ich denn einen Pausenraum hätte. Ne? Jetzt so, ist bei mir zusammengebrochen. Auch nicht schlecht. Ja, siehst du? Ich sag doch, diese Asynchronität. Mega. Mega, Hammer, geil. Mega. So, ich bestell dann mal einen Kaffeeautomaten. Weil ohne Kaffee geht gar nichts. Dazu sag ich dann mal Prost mit meinem schwarzen Tee. Wie bei der Giotto-Werbung, ne? Und was ist mit Tee? Ah, die war so schön doof, ey. Ja. Vor allem der Anfang ist ja gleich, weil wir spielen jetzt das Tutorial durch Mutorial. Aber später wird sich das komplett ändern. Also Davi wird wahrscheinlich klar, er wird auch eine Fabrik bauen, das wer hätte es gedacht. Aber sie wird ganz anders aussehen. Ja, und wer weiß, welche Produkte er herstellen will. Wird, welche Produkte ich herstellen werde. Und zudem werden wir das Projekt auch so machen, dass wir auch Folgen später alleine drehen quasi. Weil der David hat auch zeittechnisch und managementtechnisch oftmals nicht so die Zeit, um im Koop das Ganze zu machen oder so. Ja.
machen wir zwar auch schöne Projekte, aber ja, deswegen haben wir auch gesagt, naja, man kann den Singleplayer ja dann auch weiterspielen, ohne dass der andere dabei ist. Ja, und wir messen uns dann später eben an gewissen Sachen. Und ihr könnt natürlich auch mit bewerten quasi, welche Firma findet ihr besser oder dies oder das. Ne? Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Ja, und dann schauen wir mal. Nee, Rübenzahn. Ja, dann schauen wir mal, was gesagt wird. Ja, dann schauen wir mal. Müssen wir dann ein Ranking aufstellen, wa? Genau. Genau so sieht's aus. Nee, aber es gibt auch ein Ranking, das sehen wir später auch hier im Tutorial. Eine Firmenbewertung vom Spiel selber her. Und da werden wir natürlich auch schauen, wer ist erfolgreicher, wer macht's besser oder so. Oder ja, keine Ahnung. Also bei mir kommt die Produktion auch immer gerne ins Stocken. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich glaube, ich nehme einfach zu viele Sachen gleichzeitig auf. Und das könnte das Problem sein. Ich habe zu wenig Sachen, um es herzustellen. Wie sieht's bei dir da so aus? Also. Also bei dem, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich bis jetzt eigentlich noch kein Stocken gehabt. Echt nicht? Okay. Nee. Tja, da hast du auch Glück gehabt. Oder du kannst es einfach besser. Also ich weiß es nicht. Ach, der Typ, der kann am Boden aber rumjammern. Das ist ja der Hammer. Ach. Dann ist es gleich wieder gut. Ja, ich hoffe. Apropos, der Typ. Na gut, noch können wir nicht drauf zugreifen, aber. Vielleicht werden wir auch den einen oder anderen Typen auch umbenennen. Und ich denke mal, wenn uns ein Zuschauer vielleicht ein wenig ins Auge sticht oder so, könnten wir den mit einbinden, oder, Davido? Boah. Ja. Könnte man. Oder auch ein paar Kollegen von unserer Community werden da bestimmt hier auch einspannen und zum Arbeiten zwingen. Hust, hust. Arbeiten. Also bei den Errungenschaften, die du letztens freigeschalten hast. Oh, bye, bye. Wie sieht man denn ins Auge? Was? Ins Auge sehen, ja, okay. Hi, Sevoma, grüß dich. Er ist auch ein Streamer. Ja. Der war übrigens bei der, schönen Grönemeyer Aufführung von uns dabei. Oh wei, ja, die war mega. Ich habe ihn schon gesagt, also ich glaube, ich muss demnächst den Dabu abfüllen, damit wir noch mal sowas wiederholen können. Ne? Oh wei. Schäm dich tot, 3.0 oder so. Minimum. Ach, ey, sorry, also wenigstens gehen wir nicht ins Fernsehen dafür, ja? Also, um zu zeigen, dass wir nicht singen können. Also, na, ich könnte ja auch zum Boden flippen. Wenigstens ist es nicht im Fernsehen. Nee. Was? Ja. Achso, du meinst, das hier ist auch eine viereckige Kiste, ne? Und ich meine, es könnte ja auch weiter weg sein. Also es ist ja eigentlich auch im Fernsehen. Oh Mann. Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay. Ach nee, warte mal, ein Tisch wäre noch toll. Also kein Spieltisch hier mit den Linksfiguren, sondern ein richtiger Tisch. Übrigens, Sabu, ist dir schon mal aufgefallen, wenn man jetzt zwei Kaffeemaschinen dahin stellt, dass das andere Punkte hat oder auch zwei Tische, das wird halbiert. Nicht verdoppelt, das wird halbiert. Das ist gemein.
finde ich. Echt? Mhm. Ja, ich habe mal ausprobiert, wenn du zwei Tische hinbaust oder zwei Kaffeemaschinen, denkst dann, okay, jetzt habe ich mehr Kaffee und so für meine Arbeiter. Dann sagt er, ja, aber statt der gewöhnlichen 4 Tassen kriegst du jetzt nur 2 Tassen. Ich glaube, das soll irgendwie verhindern, dass du alles irgendwie in einen Raum knallst und sagst, hey, genauso wie, Spoiler, wenn du später große Räume baust, kriegst du auch ganz, ganz fiese Minuspunkte. Ja, wegen dem Lärm. Ja, das ist übel. Aber die kann man auch wieder wegkriegen. Alter, das kann dauern. Du meinst, bis der Auftrag fertig ist? Also, ich bin schon bei 68%. 54. Oh. Hä? Der ist gerade von über 80 auf 78 runter. Hat er fallen lassen? Ja, das fallen lassen, jetzt kaputt gegangen, oder wie? Ach, jetzt haben die beiden sich auch noch begrüßt hier, während... okay. Ja, das machen die, Das ist das mit begrüßen, okay. Mhm. Silvoma, wir machen daraus quasi eine Art Let's Play Together im Singleplayer, aber... Also es gibt ja kein Multiplay. Und, ja, die Zuschauer können quasi... zuschauen, bei ihm, bei mir und das Ganze vergleichen und auch ein bisschen bewerten oder so und halt sagen, naja, ich finde Davlu macht das und das besser und er macht das schlechter oder irgendwas und zudem hast du hier auch ein Ranking und so, ich weiß nicht, ob du das Spiel schon angespielt hast, weil ich weiß, dass er das Spiel auch besitzt. Hat sich versägt, der Senior. Ey, aber gerade als Senior, ja, also der müsste schon im Schlaf sägen können, ja, also. Der hat da viel Übung drin, glaube ich. Das ist dann ein Segior oder was? Ein Segior? Besser als ein Segelohr, was? Oh Mann. Ja, mach du mal Witz über Ohren. Ich hau dir gleich eine. Oder ich zieh dir die Ohren lang. Ja, mein schöner Hase. Oh Mann. Oh Mann, ja. Oh Mann. Ja, ab und zu hat Hasi auch mal ein bisschen was zu melden. Nicht oft und nicht viel, aber hin und wieder doch. Hey, dadurch kann liefern. Wow. Sagt er dann eigentlich versägt und zugenäht? Oder nähen kann man später auch noch hier. Mein Gott, ich bin voll am Spoilern, oder? Schlimm. Spoiler-Alarm! So. Yay! Davlu, mein Typ spielt gerade Fußball mit Brettern. Oder Regalen, besser gesagt. Also, ich weiß ja nicht. Also, als Kind habe ich ja auch mit vielen Fußball gespielt oder sonst einen Quatsch gemacht, aber mit Holzregalen? Da tue ich mir doch weh. Na, haben wir noch ein Spiel. Tu doch nicht so.